Ja. Hallo, ich grüße euch. Ist mal wieder ein Kurzbeitrag. Früh morgens, 9:30 in Deutschland, Knopperzeit. Nein, 9:30 in Deutschland, Star Wars Time. So, aus Sicherheitsgründen mache ich jetzt diesen Videoclip für alle Kunden, Realkunden, die irritiert sind, weil hier Star Wars zu erleben, zu sehen ist. Gut, noch einmal. An alle Realkunden und an alle Facebook-Freunde, an alle, vor allen Dingen die Gruppe und vor allen Dingen Star Wars Fan-to-Fan. Hatte das große Glück, 1977 bis 2007 für Star Wars zu arbeiten, in der deutschen Promotion. Für Star Wars haben viele gearbeitet und alle, die jetzt durch Zufall dieses sehen und auch für Star Wars gearbeitet haben, in der Promotion, in der Werbung, in der Herstellung, sind sicherlich der gleichen Meinung, wenn man für etwas arbeitet, hat man natürlich vieles um sich und vor allen Dingen hat man dann sehr vieles um sich, was ein Normaler nicht hat. So, und dadurch, wenn man 30 Jahre, dann spricht man von einem Tunnelblick, also wenn man 30 Jahre für etwas arbeitet, bekommt man einen Tunnelblick und bekommt das nicht mit. Jetzt als Fan, der ab 2012 angesprochen, 2013 hier in der Messe Essen, die Celebration, und dann 14/15 da ein bisschen was gemacht hat, ist natürlich jetzt durch E7, durch Rogue One und jetzt E8 und natürlich durch London. Durch London 2016 auf jeden Fall regelrecht angefixt. In meinen Adern läuft und meinen Gedanken läuft nur noch Star Wars. Hobbymäßig, aber es macht tierisch viel Spaß, da einzutauchen, vor der Kamera zu sprechen, sich mit anderen Fans austauschen. Das macht Spaß. Gut, die realen Kunden, wie gesagt, kommen damit nicht klar, weil die Schaufenster und die Puppen, ich muss also gucken, wie ich das hinbekomme. Ich werde wohl Star Wars als Dekoration nicht so geballt, wie es im Moment ist, gestalten müssen. Ich werde also alles so als Dekoration aufbauen müssen, aber jeder weiß, Star Wars, Fan to Fan, das bleibt. Und die Base bleibt auch, aber es sind ja noch genügend Räumlichkeiten da, wo man dann Star Wars einarbeiten könnte, wo die dann, wie gesagt, das Thema für sich alleine in einem geschlossenen Raum, für diejenigen, welche die überhaupt sich mit Star Wars nicht auskennen, sich nicht angesprochen fühlen, weil eine Firma, die ich vertrete, muss natürlich nach außen hin auch wie eine Firma sein, damit der Kunde versteht, weil gestern war so viel Irritation. Kopieren Sie auch? Ja, klar. Machen Sie auch Bilder? Ja, klar. Weil das hat vorher nicht, weil viele kennen das hier, 60 Jahre. 60 Jahre gibt es das. Und meiner einer macht das jetzt 10 Jahre ganz alleine. Und wie gesagt, ist jetzt auch Fan von Star Wars, leidet also genauso wie alle Fans auch, muss sich genauso in die Reihe einreihen wie alle anderen auch. Bin also einer von allen und nicht mehr einer mit Kärtchen und einem verantwortlich für etwas und sitzt mit den Leuten zusammen und macht das, kommt also umsonst da rein. Nein, nein, das ist vorbei. Meiner einer muss genauso viel bezahlen wie alle anderen auch und er freut sich an die Freunde, andere Freunde und an der Ware, die die da so sammeln. Das macht so viel Spaß. Und wie gesagt, in der nächsten Sendung, dann wird auch was gemacht und bis dahin wird ja umgebaut, aber ich muss aufpassen, ich muss das irgendwie so als Dekoration, doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, einen fetten Star Wars Raum. Ja, und das geht nicht, weil die Kunden verstehen es nicht. Die kommen total durcheinander und wie gesagt, mal sehen, wie dieser Clip noch wird. Ich versuche den Spannungsbogen zu halten, aber jetzt gehen die Türen wieder auf und jetzt kommen die Realkunden und da muss ich das Wort Star Wars wieder senken. Jetzt muss ich hier wieder das sein, was ich immer bin und das ist wichtig, damit ich auch an die Star Wars Figuren komme, die natürlich horrendes Geld. Sollte heute UPS oder DHL vorbeikommen, werde ich euch zeigen, was neu heute eingetrudelt ist. So, das wird wohl jetzt vorher erstmal im April der letzte Videoclip sein, weil so viele Sachen kommen im April nicht mehr. Und wir starten ja eh erst ab 24.05. mit Star Wars Happy Birthday. Und da werde ich jetzt dran arbeiten. So, meine Kunden, meine Realen stehen da und möchten rein. Also, ich wünsche euch was. The captain says you are a friend.
I will not kill you. Aus gegebenen Anlass muss ich mal eine Dringlichkeitsstufe raushauen an alle Zuschauer, Facebooker, YouTuber, vor allen Dingen Realkunden. An alle Realkunden. Wir sind kein okkulter Laden. Wir haben auch nichts mit dem Teufel zu tun. Wir vertreten auch keine Religionsweisheiten. Ja? Das sind Figuren, Sammelfiguren, die aus einem Film entstanden, den George Lucas 1977 auf den Weg gebracht. Und diese Figuren sind sozusagen lebendig geworden durch Cosplayer, durch Sammler. So, wir sind kein okkulter Laden, nur weil dieser Darth Maul so ausschaut, wie er ausschaut. Oder wie jetzt hier Monsieur Ren ausschaut, wie er ausschaut. Und vor allen Dingen Darth Vader ausgeschaut hat. Alle, die sagen, dass hier ist ein okkulter Laden, hier ist der Teufel zu Hause, meine lieben Freunde, wascht euer Gehirn. Lasst euer Gehirn mal durchleuchten, ob da nicht ein Fehler vorliegt. Religionen haben hier keinen Zutritt. Religionen gibt es hier nicht. Ja, es gibt hier auch keine braune Suppe, rote Suppe. Ja, wenn eine kleine Gruppe, so eine kleine Gruppe hier, die sich da AfD nennt, irgendwo in Köln auftritt, aber 50.000 Schwarzjacken kommen, machen da einen Ärger. Wer ist denn da der Böse? Die 50.000, nicht die wenigen da. Die wenigen haben noch gar nichts bewirkt, die wenigen haben auch gar nichts geleistet und die wenigen haben auch keinen Anstoß. Aber die 50.000, die da Randale machen, die Autos kaputt machen, Hooligans und was weiß ich, das sind die Bösen, wollte ich mal klarstellen. Na, ich hatte gerade ein Fachgespräch hier gehabt, das hier ist ja okkult, da gehe ich nicht rein, da ist ja der Teufel zu Hause. Wir mussten sogar den 3D-Boden, ja, wir haben einen 3D-Boden gehabt, richtig schön gemacht, sündhaft teuer, mussten wir rausnehmen, weil viele Menschen Angst hatten, da hineinzufallen oder das Wesen greift sie an, sah ja auch wirklich toll aus. Aber ich komme nochmal aus London. Und am Piccadilly und am Segerhaus, wer sich da auskennt, am Trafalgar Square und so weiter, da war das Kult, da war sehenswert. Da gab es auch Madame Tussauds und da gab es auch so London Dungeon, ja. Und wenn man damit jetzt hier hinkommt, hallo, was soll man hier machen? Ne? Also ich dürfte jetzt hier nicht mit dem Mantel rumlaufen, um Gottes Willen, dann wäre ich ja okkult. Ne? Ich bin doch kein Okkulter, also tut mir leid, dieses Video musste jetzt mal rausgehauen werden. Weil das sind ja Arbeitsvideos. Und heute ist mal so ein Tag, wo da welche kommen. Ja, also, dazu. Also diese Figuren, die zeige euch hier jetzt den kleinen, ich drehe jetzt die Kamera nicht und ihr wisst, dass ich hier 1:1 Figuren habe. Das ist Star Wars. Das ist ein Film. Wir sind eine Filmgesellschaft. Wir machen Filme. Und ich raff das nicht. Ich verstehe es nicht. Ich muss ja einfach mal raushauen an die Öffentlichkeit, wenn eine Firma irgendwas Schönes macht für die. Also heute. Heute lohnt es sich nicht, für die Menschheit schöne Sachen zu machen. Es lohnt sich einfach nicht mehr, wunderschöne Fensterscheiben zu dekorieren, ja? Effekte einzuarbeiten. Das kostet ein horrendes Geld. Ja? So eine riesen 3D-Geschichte, um die Leute zu erfreuen oder so. Oh, Spaß. Nee, Spaß darf man heute nicht mehr haben. Meine lieben Freunde, wenn ihr den Spaß in einem Menschen kaputt machen wollt, legt euch nicht mit einem Menschen an, der 100% Leben hat, der 100% Spaß hat, der 100% Freude hat, der 100% Lust hat, zu arbeiten, zu machen, zu gestalten, auf dem Weg zu sein, auf dem richtigen Weg zu sein, ja. Also hört auf mit dem ganzen Religionsquatsch, hört auf mit dem ganzen Religionszugehörigkeitsquatsch da, hört einfach mal auf damit, fangt an zu lieben, seid endlich dabei, mögt es, was ihr mögt, und wenn ihr Fans seid, seid ihr Fans, wenn ihr keine Fans seid, seid ihr ruhig, so einfach ist das, dann muss einfach mal rausgehauen werden, also, okkulter Laden, Star Wars, sind die Bösen, ah, das nervt Leute. So. Ich warte ja jetzt auf Ware und ich bin auch ein Freund von Stormtrooper der ersten Generation 1977. Ah, herrlich. Ach, war das schön. So, wie gesagt, 1977 bis 2007 gearbeitet und gar nicht bemerkt, ja, gar nicht bemerkt das Leiden der Fans. Ja, Fans leiden, weil Fans nicht das bekommen, was sie gerne hätten. Wenn man dafür arbeitet, hat man Helme, man hat Gegenstände 1:1. Und ich bewundere auch den Thomas aus der Filmfiguren in München-Gladbach, Berliner Straße, der da das alte Schwimmbad umgebaut zu einem Star Wars Museum. Star Wars Museum in München-Gladbach, empfehlenswert, einfach mal reinzuschauen. Und wer auch, wie gesagt, Star Wars Fan ist, so richtiger Fan, kommt da gut klar. Kann auch vieles mitnehmen, weil man da auch gute Sachen einkaufen kann. So, wie gesagt,
wenn man 30 Jahre für Star Wars gearbeitet hat, wenn man selber für die Promotion auf Messen und so weiter tätig war, kann man jetzt gar nicht, oder jetzt, wo man selber Fan ist, wo man selber eine Sendung gestalten möchte, die Sendung Star Wars Fan to Fanbase, stellt man fest, wo man doch so aneckt. Reale Kunden behaupten, man ist jetzt Kult, Hexen und all sowas. Das ist schon hart. Also die christlichen, abgedrifteten Kunden. Ich muss also auf die Kunden achten. Baue ich das jetzt hier um? Mache ich hier raus Star Wars? Weil überwiegend online, 800 online, auch Vereine zu weit weg, in Dortmund, in Dorsten. Und hier kommt man einfach nicht zu Rande. Man kommt so jetzt im Moment, also mich stört es nicht, ich habe hier 30 Jahre dafür gearbeitet, ich habe 30 Jahre Spaß gehabt. Jetzt würde ich aber sehr gerne, wirklich, sehr gerne Fan werden oder Fan sein, sich mit Leuten austauschen, Spaß haben, Stormtrooper sein, Stormtrooper-Figuren ausstellen und alles, darüber sprechen, ja? Eintauchen in die Filme. Und ja, wird einem nicht so gewährt. Ich frage mich gerade, soll ich Star Wars privatisieren? Das heißt also in mein Privatleben übergeben und diese Medien und Copy und Druck und das, was wir hier verkörpern täglich, nur noch, dass man das wirklich nur noch. Aber dann sieht das hier sehr kahl aus, sehr unpersönlich, weil dann stehen hier nur Maschinen. Und gut. Da kann man vielleicht vieles machen. Die Idee mit Star Wars bleibt. Die Star, also Fan-to-Fanbase bleibt. Wir haben Ferien. Das sind die letzten Ferientage. Viele kommen zurück. Viele waren ja hier geblieben. Ist sehr ruhig im Moment. Deswegen kann ich mir die Zeit nehmen, so einen Videoclip wieder zu machen und herzustellen. Und irgendwie, irgendeiner schaut sich den an und hat Spaß. Wie gesagt, diesen Helm hier von der Firma Hasbro kann ich absolut empfehlen. Gut vor Ort, also wenn man den Knopf drückt und vor Ort und den Stimmenverzerrer dann nutzt, hört sich gut an, die Leute mögen es, ist okay. Aber wenn ich das jetzt hier vor Kamera mache, habt ihr ja schon gemerkt, bekommt ihr das gar nicht so mit, diesen sogenannten Verzerrer. Aber dieser Helm ist wirklich von der Firma Hasbro gut angekommen. Ja? Auch die Busters haben mal die Star Wars Sachen und auch er trug so einen Helm dann in seiner Sendung und Mythic Busters, die sie nach den Mythen gegangen, ob das überhaupt funktioniert. Die haben sogar eine Kanone nachgebaut, auch Laser und so weiter und haben das mal analysiert. War eine tolle Sendung, auch aus Amerika, die es leider auch nicht mehr gibt. Die Mythic Busters. Ja, also war auch sehenswert. So, meine lieben Freunde, wir sind also wie gesagt kein Kult, wir sind auch kein Horror, wir sind auch nicht abgedriftet, wir sind vollkommen normal. So, wir mögen halt Star Wars, ich besonders mag Star Wars, nicht nur, weil ich 30 Jahre da gearbeitet oder dafür gearbeitet, für dieses Thema gearbeitet habe, sondern, ja, weil es einfach Spaß macht. Es macht einfach Spaß mit diesen Figuren. Na gut, andere Figuren sind 10-mal besser verarbeitet, das ist mir also auch schon aufgefallen. Sind also wirklich toll verarbeitet und Star Wars da ist wirklich überwiegend Spielwaren. Also wirklich Spielwaren und ja, das ist schon eine gewisse Sache. Ja. Ja, jedenfalls sehe ich mir das da gerade so an. So, will aber heute nicht so einen langen Clip machen. Ich warte wie gesagt auf Ware. Sollte die Ware erscheinen, mache ich diesen Clip weiter. Ansonsten ist er so gut wie fast schon beendet. Ich wollte euch den Kopf vom Stormtrooper nochmal zeigen. Ich kann euch sagen, ja, ist okay, macht Spaß. Ich freue mich schon auf die Sendung, die ich da mache. So, Star Wars Freunde. Auch hier ist wieder was Neues gekommen. Naja, bei Amazon, ich weiß nicht, was drin ist. Ich weiß, weil ich viel bestellt habe und nach kommt. Naja, so wird halt geliefert. Kann sein, dass der Staat nochmal da reingeguckt hat. Ihr wisst ja, wenn es aus Amerika kommt, wird das ja immer leider nochmal kontrolliert. Und naja, viele Sachen sind ja auch schon mal hängen geblieben, aus welchem Grund auch immer. Ich muss mich halt noch ein bisschen beruhigen, dass Star Wars okkult ist und wenn hier irgendwelche Leute
anfangen, damit Religion, Star Wars Religion und also ich sehe das nur als Film, ich sehe das als Spaß. Ja, ja. Wie gesagt, kommt aus China, beziehungsweise Japan. Japan-Import. Passte wohl nicht richtig rein, aber so wird halt geliefert. Ach, ne? Das sind die guten Stücke, die dann kommen. Ja, ich bin also wieder ein stolzer Besitzer eines neuen Produktes. Ach, ich bin genauso wie ihr auch. Das kommt wirklich frisch aus China. Ist ja auch noch alles mit China. Ich kann Chinesisch leider nicht. Ich finde es ja gut, dass hier wenigstens... ne? Also, ich habe ihn bekommen. Ich habe ihn bekommen. Den Yoda und den R2-D2 aus Dagobah Pack. So, so wie mir scheint, ist Yoda sozusagen auch als Lichtwesen, sozusagen als Machtwesen dabei. Ich packe es jetzt nicht aus. Ich packe die meistens nie aus. Ich weiß jetzt auch nicht, welchen Preis ich jetzt aufrufen müsste, wenn das jemand kaufen wollte. Also wie gesagt, ich möchte ja eine Fun-to-Fun-Base, das soll Spaß machen, soll viel Spaß machen. Ich muss mich wie gesagt erstmal beruhigen, Okkult und Tod und Hexen und... Ich liebe Star Wars, ich bleibe bei Star Wars. Jetzt als Fan merke ich erstmal, was Fans, also Hut ab, liebe Fans, was es bedeutet, ein Fan zu sein. Weil erstens sind die Produkte sehr teuer, das ist richtig. Zweitens ist ein langer Weg, bis die kommen, bis die erscheinen, bis man diese Sachen dann in Händen hält. Und wie gesagt, die Verpackung, habt ihr ja gesehen, sah nicht gerade aus, aber hier ist alles fein säuerlich. Und kann da also nicht meckern. War ein langer Weg von der Kaufstelle bis hierhin und... Wenn man das jetzt so spiegeln sieht hier, ist ja wirklich nicht schlecht. Also, ne? Ist mal wieder Yoda. Ne? Yoda. Ja, Yoda und R2-D2. Mal schauen. Also verkaufen möchte ich nicht. Ich brauche das ja für die Sendungen. Und wird sicherlich in irgendeiner Sendung auftauchen, ob im Hintergrund oder wird doch auseinandergenommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich bin an sich... packe ich die Sachen nie aus. An sich, richtig, müsste ich immer doppelt kaufen. Einen auspacken und einen verpacken. Aber der Preis ist heiß und davon direkt zwei, dann ist immer so eine Sache. Ja, also wenn ich mir jetzt zwei Sideshow, dann wäre ich 1000 Euro los. Dann lieber 500 Euro. Ja. Und ich habe eine wunderbar 30 cm oder 50 cm große Figur hier stehen, wie halt so etwas. Ne? Okay, ich habe ja wie gesagt mit Daniel gesprochen und der sagte auch, kauf dir diese hier, ne? Von Kotobukiya. Kotobukiya, die sogenannte Art FX Plus Version. Ja. Ne? Okay, also ich freue mich schon auf die, die mich besuchen kommen und mit mir dann darüber philosophieren und so weiter. Also verkaufen nicht unbedingt, wisst ihr. Und wenn, dann muss ich gucken, zu welchem Preis. Tja, so schnell geht es aber, meine verehrten Damen und Herren. Schon haben wir einen Gast hier, ne? Ja. Warst du um die Ecke, ne? Ich war um die Ecke, ja. Ja, war um die Ecke, komm mal rein. Wie gesagt, die neue Star Wars Fun Fun Base fängt natürlich erst am 24.05. an, zum Geburtstag, 40 Jahre Star Wars, aber wir enden bei 50 Jahre. Ja, also kommt vorbei und... Der Bart ist grau. Ja, genau, der Bart ist grau und er sagt auch, wir lieben das Märchen, richtig. Das Märchen ist wichtig. Ja, korrekt. Und nicht mehr kritisieren, was, ja, was verkehrt ist, was sein könnte. Einfach sich unterhalten lassen. Richtig, genau, Spaß haben, genau. Also wie gesagt, egal wie es aussieht, E7 ist für mich E7. Natürlich habe ich gemerkt, dass das... Ich weiß es ja nur mal beruflich, klar, worauf es gezielt, Disney möchte Geld verdienen. Geht kein Weg voran. Wir müssen etwas unterscheiden. Willst du Geld verdienen? Willst du dich unterhalten lassen? Oder willst auch alles, du Geld verdienen? So, wenn man alles haben will, dann hat man schon den kleinen Ärger. Aber wenn man sich konzentriert, ne, wie wir hier, wir beide mögen es. Egal was rauskommt, es ist ST, also ist es ST. Ah, genau. Rogue One. Wie fandest du? Hammer. Ja, ne? Also ich war gerade raus, wirklich, ja, da musste ich sofort viel gucken. Ich musste sofort. Also, ich war dreimal drin und immer mich, viel geguckt. Ich hätte mich eigentlich gefreut, wo auch Premiere war. Mhm. Ich hätte Lichtburg gemacht, wo Lichtburg möchte ich nicht mehr gehen, die müssen was tun.
platzmäßig. Korrekt. Eine Reihe raus, die Leute sind zu groß geworden, nicht nur in der Breite, sondern richtig, auch in der Länge. Deswegen gehe ich leider hier. Weil mein Sohn könnte auch strich sitzen, der war dann knatschig, aber es ist eine andere Geschichte. Und da habe ich mir echt gewünscht, wie man jetzt zum Beispiel im Internet sieht, siehst du die Übergänge von Rogue One zu Episode 4. Mhm. Da gibt es total tolle Übergänge, wo er wirklich das Vader mit seinem Schwert, das was man auch sieht, dass diese Prinzessin Leia, meine Prinzessin, sag ich immer, dann siehst du die Prinzessin Leia und dann kam der Trailer, wo es wegfliegt. Richtig. Und dann kommt der Übergang mit dem Schiff zu Episode 4. Und die hätte ich mir gerne gewünscht, dass dann anschließend, wer möchte, Episode 4 gucken kann, muss ja nicht jeder, da kann ja einer rausgehen. Nee, aber ich hätte mir gerne Episode 4 dann angeguckt. Nee, richtig, aber wie gesagt, Lichtburg hat er recht, ist ein sehr schönes Theater, ist richtig. Das ist unser Theater hier, das ist unser Kino. Wie gesagt, 77 lief ich da als Darth Vader rum, aber ich muss ehrlich gestehen, zu dem Zeit gab es keinen Hype. Wollen wir ehrlich sein, so nein, Hype. Nein. Ich hatte eine Raubkopie aus der Lichtburg. Ich war hier auf Zollverein, auf der Zeche. Und da hatte man, bevor die Öffnung war, hatte ich schon mit vorgucken können. Genau. Hatten wir alle, wirklich alle. Wir saßen zusammen und darauf möchte ich nämlich hinaus. Was uns jeden Tag jetzt hier nur vorgegaukelt wird, hat es nicht gegeben. Also 77 war nicht so, wir liefen rum, die haben einen angeguckt, wie sieht der denn aus? Da kam keiner angerannt oder so. 1999 hier Episode 1 genauso. Wir hatten zwar Gott sei Dank 500 Leute zusammen fürs Kino in Iserlohn, aber ich habe nicht gemerkt, also arbeitstechnisch, wenn man das aufgebaut hat, dass man jetzt überrollt wurde. Man merkte, dass viele Leute sich mit Star Wars identifizieren. Und dieser Knaller ist wirklich 1999 nach Episode 1 entstanden, weil plötzlich alle ins Netz, das Netz kam, die ganzen sozialen Netzwerke entstanden und heute ist es ja nur noch 3, Google, Facebook, ich ende schon bei 3, bei 2 schon, Facebook und Google. Ja, wir, ist nicht so, also richtig, wir hatten doch früher alles, wir hatten Freunde. Korrekt, ja, genau, wir hatten Freunde, so wie jetzt, wir haben uns besucht, deswegen habe ich die Kamera am Laufen, damit ihr seht, das meine ich durch Fun to Fun Base. Das heißt, ihr könnt vorbeikommen, auch während der Arbeit. Gut, heute ist mal nicht viel los, deswegen haben wir auch Zeit. Wir können heute mal diesen sogenannten Star Wars Stammtisch machen. Er hat sich gerade selbst überzeugt, dass alles da ist. Es ist alles da, glaubt ihr mir, ich erzähle keinen Käse, kann ich mir auch gar nicht erlauben. Lohnt sich. Ja, deswegen, also wird noch besser, wird noch schöner. Nee, aber das meine ich so, 4-Augen-Gespräche, sich am Wochenende treffen, solche Sachen machen, Fotos machen, sich über die Sachen unterhalten. Zum Beispiel, wenn man neue Sachen mitbringt, die irgendwo nicht so mal eben um eine Ecke zu kaufen ist, mal drüber sprechen, sich anzuschauen und zu sagen, lohnt sich oder lohnt sich nicht. So was kann man nämlich auch machen. Er hat auch gerade die Neuheiten gesehen, die gerade vor ein paar Sekunden gekommen sind. Ja. Ich habe auch eine schöne Rechnung schon. Die Rechnung habe ich schon, aber ich habe die Ware noch nicht. Ich bin gespannt, was da auf mich zukommt. Also ich möchte mich persönlich auf Sideshow einschießen. Okay. Die hat er sich also auch schon angeguckt. Hot Toys und dieses unaussprechliche Wort Kobuki, sag ich mal dazu. Kobuki Eier, aber keine Ahnung. Dieser ATF ist da gerade. Ja. Darauf, und das möchte ich dann hier, wie gesagt, ausstellen. Mal schauen. Wie gesagt, ich muss auch auf meine Kunden achten, weil wir ja, wie gesagt, ein Copy- und Medienhaus sind und ein Filmhaus. Das verstehen einige Normalbürger. Ja, genau. Man müsste auch Star Wars so ähnlich machen wie Herr der Ringe. Herr der Ringe kannst du aber in 5 Sekunden erzählen. Nee, das meinte ich jetzt nicht. Ich meinte jetzt hier Muggels. Genau darauf wollte ich hinaus. Die normalen Kunden sind Muggels und wir sind die Star Wars Fans. Ne? Wir sind jetzt in einer mythischen Gegend. Ich werde auch gerade hier wieder Nee, werde ich nicht. Das ist irgendwie so ein blöder Film läuft wieder. Ja, okay. Ich habe heute einen Film hochgeladen. Dann kriege ich immer eine Nachricht, dass ich einen Film hochgeladen habe. Aber ist egal. Das sind Muggels. An sich ist das Harry Potter. Genau, Star Wars ist wie Harry Potter, man ist in einer Zauberwelt. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es an der Lichtburg war, ich war leider auch, aber ich gehe immer hier vorne im Rhein-Ruhr-Zentrum. Kaum einen gesehen, der verkleidet war. Also Lichtburg war jetzt bei Rogue One mehr wie bei Episode, da war ich fast alleine. Da hatten zwar alle die 3D-Brillen auf, die man im Vorfeld erwerben konnte, die aber nichts nützten leider im Kino, weil die anderes Format hatten. Mhm. Ich hätte 3D, könnte keine lesen, musste doch die Brille holen. Das war ein bisschen. Das ist ja blöd. Ich hatte Gott sei Dank die große Ehre. Also rein rutschen kann ich nicht. War viel Stress für nix. Ja, leider. Ja, aber alles gut. Ist also ich kann das gebrauchen, ich renne damit rum und gut ist.
Aber wie gesagt, hier im Center funktioniert es. Da habe ich auch deine Empfehlung hin. Du hast ja gesagt, hier in Müller-Ruhr. Richtig. Da habe ich gesagt, mein Sohnemann, gleich kommen, wir gehen da nochmal gucken. Mhm. Und dann muss ich sagen, ich saß noch nie so bequem mit Doppel-Leder-Sessel und einem Fresspaket auf Deutsch gesagt in der Mitte und genau. Ein Lichtlämpchen. Ja, ich sag, das Kino, feines Kino. Das Kino hatte ich, wie gesagt, angemietet, weil ich annahm, ich schaffe es, aber ich habe es leider nicht geschafft. War für 900 Leute, hätte ich dann, aber nein, vielleicht klappt es ja in 10 Jahren. Also in 10 Jahren treffen nochmal, Kino ist da, alle Mann rein, aber verkleidet, alle Mann rein, 900 Verkleidete rein, schauen sich den Film an. Das Problem war das Alter. Ja, genau, sind wir alle 70, 80 oder so, ja, wenn wir Pech haben. Der Jüngste vielleicht 55 oder so. Könnte sein, wer weiß. Wer weiß, ob es dein Neues. Ja. Also da arbeite ich jetzt auch dran, um zu erfahren, ich mag das Wort Spam nicht. Ich arbeite also auch daran, Informationen zu sammeln. Dafür mache ich das Wort mit den Flügeln. Spoiler. Nee, das ist ja der andere. Nee, den habe ich auch da hängen, den Spawn. Nee, Spam heißt es ja angeblich, wenn du was sagst über den Film, weil du ja... Spoiler. Oder Spoiler. Mhm. Nee, sag ich so, das mag ich nicht. Ich mag Info. Ich höre mir das an, guck nach, aber bestimmt und finde es toll, weil das war so. 77... Also. Von der Wasser. Genau, wir saßen, haben eine Raubguckbibel und haben die geguckt. Die saßen und so. Und dann bin ich im Kino drin. Genau. Weil er so geil war. Sag ich, ich muss im Kino. Ja, sicher. Wir alle, wir waren immer drin. Das war eben so. Das war die Zeit, der VS-Zeit. Das war der Aufschwung, das war anders. Okay, ich bin dann zum Lukas gekommen, weil durch American Graffiti, wie ich den Film gesehen hatte und den Film davor, der war ein bisschen merkwürdig, aber der hat aber schon darauf hingewiesen, hat ja schon da so gesprochen gehabt. Und dann wie American Graffiti kam, also für mich war George. Und deswegen alles, was er gemacht und nachher die anderen auch, Steven Spielberg und so, da war ja plötzlich Kult. Da waren ja plötzlich die Kultregisseure wie Hitchcock vorher, waren die plötzlich Kult und dann war man da drin und hat sich die angeschaut. Ich bin nach Hause. Ja, genau, genau, Telefon. Das war ja wohl der Oberkult, haben auch schon zig Kunden hier solche Figuren gekauft. Das ist halt so. Also ich habe sie leider nicht mehr. Ich habe aber, wie gesagt, durch Beruf alles wieder abgegeben, ist klar. Also Beruf ist was anderes wie Fan sein. Ne? Mahlzeit, hallo. Also das ist Spontanbesuch und das war jetzt auch ein Spontanbesuch, weil Schützenfest ist. Also passt auch rein, ne? Star Wars und Schützenfest. Ne? Und hi, Mahlzeit. Heute sind echte Stars da, meine sehr verehrten Damen und Herren. RTL ist grüßen, Revierreport, junge Lady da, eine Schauspielerin, hier live beim Sondersender NRW TV, Ultra D Web TV. Und die junge Dame kann erstklassig improvisieren. Also vor 30 Sekunden hat hier Star Wars gesessen und jetzt sitzt hier RTL live. Die junge Dame stellt sich eben vor, sie dreht eine neue Sendung, die darf sie natürlich nicht erwähnen, aber... Diese junge Dame stellt sich jetzt vor, denn sie ist die Schauspielerin auch bei Filmpool. Das hier ist ja Filmpool. Großstadtrevier? Nein, nee, da nicht, ne? Blaulichtreport, Blaulichtreport, genau. Spezialisten und so weiter, ne? So, da hat sie mitgemacht. Ja, einfach so ein Schwank an die Zuschauer. Ich bin ja bekannt, ich fahre zurück. Also, ja. Wir sind? Ja, Sandra Hausmann. Ich bin in Duisburg geboren und wohne seit 2006 in Essen. Und die Schauspielerei, das war schon immer ein Wunschtraum von mir, seit meiner Kindheit. Ich war dann, als ich 14 Jahre alt war, in einer Theater-AG, was mir sehr viel Freude bereitet hat. Und seit 2012 stehe ich auch in regelmäßigen Abständen vor der Kamera für diverse TV-Formate. Ich habe gerade noch einen gesehen, super, also war spitzmäßig. Also Lob, wirklich absolutes Lob für die Dramaturgie, das freischwebende Sprechen, die Figur darstellen. Sie war eine Hausfrau, eine richtige, rüstige Hausfrau, die sich wirklich eingesetzt hat, die Polizei gerufen hat, die Polizei in den Weg gesetzt hat. In welcher Folge war das? Und dann läuft das bei YouTube? Bei YouTube leider nicht. Das läuft immer dann nach Ausstrahlung 4 Wochen lang im Internet auf TV Now. Kann man sich das dann angucken und dann wird das wieder rausgenommen. Also das ist nun mal eine Lady, die bezahlt wird. Und Ladies, die bezahlt werden, kann man dann nicht bei YouTube sehen, sondern bei TV Now. TV Now muss man auch bezahlen, ist richtig? Das ist kostenlos, aber nur 4 Wochen. Dann wird das rausgenommen und dann kommen halt die neueren aktuellen Folgen kommen dann rein. Alles klar. Also ihr könnt sie sehen bei TV Now. Revierreport, richtig? Ein Blaulichtreport Spezial, das war diesmal der Augenzeugreport. Ich war da eine Augenzeugin, die mitbekommen hat, dass über mir vom Balkon Blut nach unten getropft ist. Und ich habe mir auch tierische Sorgen um meine Nachbarin gemacht, die regelmäßig von ihrem Mann geschlagen wird und angebrüllt. Und
Das Merkwürdige war eben auch in der Geschichte, dass man sie nie zu Gesicht bekommen hat, im Grunde genommen. Und nachher habe ich ja gesehen, war die denn oder hat er eine andere vorgeschoben? Weil das war ja diese blonde Dame, die ja so einen Würgegriff hat. War die denn oder? Ja, das war seine Lebensgefährtin und die er da traktiert hat tagtäglich und die im Grunde genommen dann ja Angst vor ihm auch hatte und sich nicht getraut hat, von ihm zu trennen. Und er hat sie auch eingesperrt. Sie musste alles machen, was er sagt und das hätte unter Umständen noch sehr dramatisch enden können. Ne? Die hatte schon ganz viele blaue Flecke. Die Mutter, also ihre Schwiegermutter, wohnte auch noch mit im Haus und die hat dann aber letztendlich dann auch der Polizei einen Tipp gegeben. Also ich war schlussendlich war ich diejenige, die Polizei gerufen hat, wegen dem Blut, was darunter getroffen ist. Und dadurch ist dann alles in Gang gekommen. Also wie gesagt, das war Dramaturgie, das war Film, war nicht echt, gehört alles zu Filmpool, gehört alles zu, wie hieß sie denn noch? Blaulichtreport Spezial. Genau. Und jetzt muss ich zum nächsten Kunden, der ist nämlich schon da und dann ist die Kamera aus. Danke! So. Heute war vieles los, habt ihr gesehen. Klaus Alte Tegeiler aus Dorsten war da, weil er zufälligerweise hier in der Nähe war. Ware ist gekommen, jawohl. Ist ein riesen Karton. Die Schauspielerin war da vom Blaulichtrevier. Wir mussten mal wieder Fotos machen. Also der Klaus konnte sich wirklich davon überzeugen, dass hier vieles gemacht wird. Hier wird nicht gelogen, hier wird echt gearbeitet. Und wie gesagt, das sind Spontan-Videos, die ich hier mache. Und ist schon ein Hammer. Also einmal stolz für Oskar. Einmal stolz für Oskar, dass jetzt diese Figur gekommen ist. Schade, dass der Klaus jetzt nicht da ist. Klaus war ja gerade da, ist alles live. Die Schauspielerin war gerade da, wir mussten also arbeiten. Ich bin stolz, dass diese Figur eingetroffen ist. Und natürlich das Riesenteil. Auch ich bin jetzt ein stolzer Besitzer des T-Fighters. Wenn ihr meinen Kartonraum seht, die Firma Filmpool, also die Filme dreht wie Blaulichtrevier oder so. Die mussten da auch mal drehen. Die waren hellauf begeistert, dass ich so viele Kartons hatte. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Aber wie gesagt, das darf natürlich dann nicht passieren, wenn man es öffnet, dass man dann in die Kartonage reinschneidet. Ich bin stolz drauf wie Oskar. Boah, ist das schwer, das rauszukriegen. Das fühlt sich nur so schwer an, weil... Boah. Das ist er. Das ist der Black Series T-Fighter, 65 cm ausgepackt, riesengroß, soll irgendwann mal ins Schaufenster. Da ist er. Ne? Black Serie, meine lieben Freunde. Ich habe ihn jetzt auch, bin stolz drauf, dass ich ihn auch habe. Denkt dran, ich bin ab sofort auch nur ein Fan. Bin also auch nur ein Fan, der diese Figuren mag. Und stolz ist, diese Figuren bekommen zu haben. Der genauso bluten muss wie ihr auch im Preis. Der Preis ist heiß. Man kriegt das hier nicht einfach mal so geschenkt oder so. Und wie gesagt, die Kartonage ist irgendwie schon, keine Ahnung. Und deswegen ist das nicht so schlimm, dass er mir gerade aus der Hand geglitten ist. Oh. Ja, mit der 6-Inch-Figur. Mit der 6-Inch-Figur, genial. Hallöchen, grüße. Der krönende Wochenabschluss. Ihr habt ja vorhin gesehen, dass einige da waren. Der Klaus, Tegeiler. Und ich muss jetzt sagen, dass sogar Stefan Karl Weinsbach sich Rogue One runtergeladen auf seine Xbox und schaut. Er ist stolz drauf, weil er kann einfach nicht warten. Er ist genauso begeistert wie alle anderen auch. Klaus Alte Tegeiler, ich bedanke mich total recht herzlich, dass er vorbeigekommen ist. Er ist jetzt natürlich nicht in die Show, sondern er ist richtig in den Shop. Jeder kann in den Shop vorbei, in den Reihen. Wir können uns unterhalten, wenn wirklich Zeit ist und wir hatten Glück. Deswegen konnte auch er vor die Kamera und hat auch ein bisschen, wie gesagt, berichtet. Und wenn die richtige, also
Er wird sicherlich irgendwann mal mit Kostüme erscheinen und dann werden wir hier Aufnahmen machen und auch die Sendung. Die Sendung wird halt noch vorbereitet im Green Room oder im Studio, wird alles noch gemacht. So, ich möchte euch ein paar Neuheiten zeigen, die noch hinter mir sind. Also Neuheiten, nicht für euch, ist ja gar nichts neu. Für hat man ja schon alles. Aber wie gesagt, er war zu Besuch und dann gab es halt auch ein BBA. Er hat also ein BBA bekommen, weil jeder Gast kriegt irgendwann und BBA war gerade zur Hand und somit hat er einen BBA bekommen als Dankeschön. So, was hat es denn heute Neues gegeben? Was hat es heute Neues gegeben? Er rutscht gerade runter. Ja, heute hat es Neues gegeben. Da fahre ich mal mit der Kamera mal in die Richtung. Da, ne, hat es neue Sachen gegeben. Für euch schätzungsweise nichts Neues, aber ich habe sie mir jetzt mal besorgt und ich habe sie mir jetzt auch mal angeschaut. Es ist natürlich erstklassige Ware, muss ich doch sagen. Wenn man sich so 10 Stück kaufen würde für ein Diorama, dann springt natürlich das den Haushaltsrahmen, weil günstig sind die Figuren ja nicht gerade. Aber sie sind wunderschön. Sie sind wunderschön gemacht, Case ist wunderschön, die Waffen sind halt filigran verarbeitet, also als Figur. Für alle Figurensammler sind diese Case, diese Schuber, ab 4 Jahre ist nur die Sicherheit, die da drauf geklebt worden ist von Hasbro, aber ist halt. So, den will ich hier natürlich jetzt nicht auspacken, da. Das ist der 65 cm T-Fighter von Hasbro. Und ja, Kartonagen, alles noch vollkommen in Ordnung. Mit dem T-Fighter als Figur liegt bei. So, dann ist natürlich endlich gekommen den Yoda. Den hatte ich aber auch gleich beim Auspacken vorgestellt. Hier den Yoda, die Lichter blenden etwas. Ja, also wunderbar auch das Case. Ist halt auch noch nicht geöffnet. Ja, sind sogar also R2-D2, also R2-D2 Yoda, so wie er nun mal war. Und dann als Geist dabei. Ja, das ist gekommen. Dann ist natürlich der Helm gekommen, den ich ja also auch schon mal auf hatte. Mit Sprachausgabe. Ist also für euch sicherlich auch nichts Neues. Aber wie gesagt, es füllt sich. Es macht Spaß, mit dem Helm zu arbeiten. Es macht Spaß, diesen Helm zu besitzen. Ist ein Dreiteiler, ist richtig wunderbar verarbeitet, macht also richtig Spaß, ihn zu haben. So, jetzt werde ich gleich die Kamera drehen, sind ja noch mehr Sachen gekommen. So, was ist denn da noch gekommen? Ja, hatte ich also auch schon vorgestellt, Kylo Ren ist gekommen. Dann ist Han Solo in seiner allerletzten Rolle, Episode 7, gekommen. Die Unikate hatte sich Klaus auch angeschaut. Und jetzt werde ich mal eben kurz einen Kamerawechsel machen. So, Kamerawechsel, wie gesagt, der Umbau wird wirklich, der Umbau wird, weil so gefällt mir das alles nicht so, ist ein bisschen eng das Ganze. Aber das kriegen wir hin. Also wie gesagt, neu eingetroffen ist ja auch Obi-Wan Kenobi nochmal in der Version. No? Ich meine, für die Zuschauer ist das alles nicht mehr neu, aber es füllt sich. Dann ist auch Kylo Ren in der Variation eingetroffen. No? Da zeige ich auch wieder nichts Neues. Dann Amidala von 1999, die schwarze Version, ist immer noch schwerer heranzukommen. Diese Version hätte ich auch gern gehabt, aber hatte leider zu spät drauf gedrückt. Na, also irgendwann habe ich die Amidala dann auch. Ich hätte auch eine Näherin heute da, die solche Figuren näht. Und das ist auch die Version aus 1999. Leha,
Wenn man jetzt die anderen beiden noch dabei holt, wie beide ja noch Han Solo und Luke Skywalker ihre Medaillen bekommen haben, dann wären die drei vereint. Mal schauen, welche da noch so eintrudeln. So, dann Amidala von der Firma Sideshow mit diesem sogenannten Magnetclip da. Ja. Also wunderbar verarbeitet. Wenn sie jetzt so brummig reinschaut, naja, ist ja nun mal aus der Anime-Serie. Ja, dann ist halt gekommen. Viel Besuch. Viele haben sich die Figuren angesehen. Das darf nicht darunter fallen, das tut's aber. Ich halte jetzt zum Schluss nochmal das Star Wars Schild hoch, was jetzt auch gleich verklebt wird. Ja, wir arbeiten dran. Die Sammlung wächst. Soll ja jetzt so Art hobbymäßig sein, das Ganze, nicht verkaufstechnisch. Verkaufstechnisch hätte man sich sicherlich hunderte, tausende von diesen Figuren jetzt hier hingehängt. Und dann hätte man die verramscht, wie Toys R Us das macht. Aber nein, das soll ja eine Sammlung werden für die Sendung. Auch der Hintergrund soll ja dann auch Star Wars mäßig sein. Es werden, wie gesagt, die... Kann ich mal eben so einen Schwenk machen hier? Fahren wir mal rüber. Da, ne? Da haben die Leute, da gruseln die sich leider vor den Masken und von den Figuren. Ist eben so, wir können ja nicht jedem es recht machen. Das Problem ist natürlich, dass wir eine Film-Fotogesellschaft sind. Wie gesagt, die Schauspielerin habt ihr ja auch gesehen. Mal gucken, ich denke mir immer diese Clips neu aus. Ja, also wie gesagt, mal sehen, was im Mai an Ware kommt, weil liebäugeln mit Sideshow, das sind so, und Hot Toys, die sind so schön, die Figuren, und auch die, so detailgetreu, und die dann alle in einem, ja, guten Sichtfenster beziehungsweise in einem guten Case untergebracht, ein Lichtcase vielleicht, dass man die dann vielleicht unterbringt, und dann schauen wir mal. So, ich bedanke mich total recht herzlich, dass ihr mal wieder eingeschaltet, dass ihr mal wieder zugeschaltet und dass ihr vorbeigekommen seid. Vor allen Dingen Klaus auf diesem Weg. Bedanke ich mich total recht herzlich, ihr seid immer herzlich willkommen. Und wie gesagt, am Wochenende gibt es dann hier diese Sendung, die wird dann vorbereitet. Ab Mai geht's los und bis dahin habe ich noch viel zu tun mit dem sogenannten Umbau.